Hallöchen und schnurzlich willkommen zurück hier bei Stardew Valley. Ich weiß gar nicht, ob es einen Osterdienstag gibt. Ich weiß noch nicht mal, ob das da noch Ferien sind. Oder ob es generell noch irgendwie mit Ostern zu tun hat. Jedenfalls, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag heute. Wie habt ihr denn Ostern überstanden? Habt ihr euer schönes Osternest gekriegt? Kriegt ihr auch als Erwachsene? Kriegt ihr da auch noch Osternester oder so? Weil ich finde, ich bin zwar auch erwachsen, aber ich habe mich auch immer als Erwachsene über so ein kleines Osternest gefreut. Und ja, habt ihr schön zu Ostern eure Nester geplündert oder habt ihr Eier gesucht oder oh, oder was habt ihr Schönes getrieben über Ostern? Ich, bei mir jetzt aktuell ist zwar noch kein Ostern. Wir haben heute Donnerstag, also den Donnerstag vor dem Ostersonntag. Und ich habe geplant, halt sonntags mit meiner Schwester wieder zusammen Ostern zu verbringen. Wir haben jetzt auch geplant, Lachs an Ostern zu machen mit Spargel, vorausgesetzt wir kriegen Spargel oder es gibt schon Spargel. Ich weiß das jetzt aktuell leider nicht. Aber das haben wir geplant und dann vielleicht einen schönen Spaziergang sonntags zu machen, wenn schönes Wetter ist. Und ja, montags kommt dann ja meine Freundin und bringt mir dann noch mein Geburtstagsgeschenk mit. Und entweder es gibt den Lachs dann montags, wenn sie mit dabei ist, oder es gibt den sonntags und montags gibt es dann, weil wir wollten auch mal wieder grillen. Also wir haben jetzt keinen richtigen Grill. Ich dürfte bei uns im Hof unten auch gar nicht grillen. Das ist leider Gottes verboten, was ich richtig schade und scheiße finde, ehrlich gesagt. Aber, das. Aber ich finde es, wir haben so einen Raclette-Grill haben wir. Und da ist oben auch so eine kleine Grillplatte drauf, wo man so für 2-3 Personen ungefähr, grillen kann. Ist ursprünglich, glaube ich, eher für das Gemüse gedacht gewesen. Aber wir schneiden dann zum Beispiel Fleisch und Fisch immer in schöne dünne Scheiben. Und legen das dann oben drauf. Und wenn die Platte dann richtig aufgeheizt ist und dann grillt das auch richtig. Also es funktioniert auf jeden Fall und ist mega lecker. Und das gibt es dann, je nachdem, entweder halt... Nee, Quatsch hier. Entweder halt am Sonntag oder am Montag. Wobei ich glaube, dass wir am Montag dann eher grillen, weil meine Freundin, die hat es nicht so mit Gemüse und Spargel und eher mit Fleisch und Käse. Und von daher, glaube ich, wäre das eher die Lösung. Und, ach ja, genau, der Rotkohl fehlt hier. Einen Trüffel habe ich ja noch nicht. Oh, das wird das Schlimmste sein, weil wir dafür die Schweine brauchen. Die Äpfel kriegen wir ja erst im Herbst. Die Pomegranate gibt es auch erst im Herbst. Und da brauchen wir den Hasen dafür. Das dauert auch noch. Ach, wir haben noch viel vor. Aber hier hinten ist alles fertig. Also wir brauchen nur noch die Fische hier und vorne den Rest. Oh Gott, wir müssen auch unbedingt fischen. Wir müssen unbedingt angeln. Wir haben hier noch so gut wie gar nichts gemacht, ey. Aber Hauptsache hier das fast fertig, ne? Na gut, viele Fische, gerade die speziellen Fische, kriegt man auch bei dieser guten Frau mit dem Wagen. Da halte ich auch immer ganz gerne ein bisschen Ausschau. Und weil gerade so die stärkeren Fische sind halt meistens die, wo man da dann halt zufälligerweise mal irgendwo findet. Und die haben halt leider Gottes auch extrem viel Power, wenn man angeln will. Und oh, das nervt. Wenn man dann halt nicht die passende Stärke hat und das Zeug, das geht immer wieder und man verliert das immer wieder, das ist schon so ein bisschen dezent am Abnerven. Ich glaube mir, die Aprikosen haben wir gar nicht mehr gebraucht, ne? Die kann man eigentlich auch verkaufen. Falls doch, tut's mir leid, wenn ich jetzt was Falsches verkauft habe. Bambusstange, wir gehen jetzt noch ein bisschen angeln. Wir haben jetzt gerade eh nichts mehr zu tun, gegossen ist ja alles. Das Geld brauchen wir ja. Ich bezweifle zwar, dass wir bis Freitag 5000 im Gil, glaube ich, zusammenkriegen. Das bezweifle ich so dezent. Aber wir gehen jetzt ein bisschen... Alter, wo reite ich denn rum? Wir gehen jetzt ein bisschen angeln.
Vielleicht kriegen wir genug Fisch, dass wir die 5000 noch zusammenkriegen bis Freitag. Wäre eigentlich auch eine Idee, dass man den Fisch einfach verkauft. So. Oh, was mache ich denn? Das war Fail. So, jetzt hier. Mal gucken, ob ich es noch kann. Blech. Ich bin gerade so ein bisschen das Angeln von Final Fantasy 15 gewohnt. Ja, ich liebe Angeln. Okay, in Stardew Valley jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil das Angeln da doch ein bisschen eine harte Herausforderung ist. Aber so generell in allen Spielen, ich liebe Angeln. Und in Final Fantasy 15 beispielsweise ist das Angeln ja auch eine große Herausforderung. Es gibt ja wirklich Fische, die ja doch extremst schwer rauszuangeln sind und wo man dann teilweise eine Dreiviertelstunde an einem Fisch ran sitzt und da die Nerven am Zerreißen sind. Und dagegen ist das hier dann doch ein bisschen einfacher, aber und vor allem schneller. Aber es macht halt trotzdem ordentlich was her, ne? Es ist halt so eine kleine, mehr oder weniger entspannende Nebenaufgabe bei Final Fantasy 15. Oder wenn man zum Beispiel auf Nacht oder Tag warten will, dann ist es natürlich super, wenn man eine Angelstelle in der Nähe hat, wo man eben den ganzen restlichen Tag angeln kann, bis es dann dunkel ist oder bis es hell ist, je nachdem. Jene, die das selber spielen, die wissen da Bescheid, die kennen das. Jene, die es nicht spielen, spielt es. Es ist ja auch, jetzt habe ich das fehlinterpretiert. Es ist ja auch leider so, dass sich viele Spieler mittlerweile echt mega über das Spiel chauffieren, weil Square Enix halt extrem viel Geld mittlerweile verlangt, ob es jetzt für die DLC sind, ob es jetzt für die King's Edition ist oder ob es jetzt generell für das Spiel ist. Weil es sind halt Geschichtsteile, die wo halt rausgecuttet wurden und dann halt als die DLCs irgendwie verkauft wurden oder was sie da vorwerfen. Ich meine, es ist keiner gezwungen, die DLCs zu kaufen. Und sicherlich ist es schade, dass Square Enix so gehandelt hat. Aber diejenigen, die halt ein richtiger Fan sind, so wie ich, und ich möchte halt auch gerne so gut wie alles darüber wissen. Ich habe auch viel gelesen. Ich habe die DLCs gespielt. Und ich bin zufrieden mit dem Spiel. Ich liebe das Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass ich das... Komm jetzt her, Fisch. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich das jetzt Tag und Nacht am Suchten bin. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall, aber mich überkommt es mal. Und dann wird halt mal ein Tag lang gespielt. Aufnehmen darf ich es ja, wie schon erwähnt, leider nicht. Aber dann habe ich halt auch mal wieder Zeiten, da spiele ich das überhaupt nicht. Jetzt aktuell ist mir so ein bisschen die Lust dran vergangen, weil irgendwie gestern beim Spielen mein PC gestreikt hat. Ich vermute mal, dass mein PC es einfach nicht mag, wenn Final Fantasy im randlosen Fenstermodus läuft. Ich schätze mal, das mag mein PC einfach nicht, weil da ist mir erst separat das Internet abgeschmiert, also die Internetseite ist mir abgeschmiert. Die hat dann plötzlich nicht mehr funktioniert und ist dann fehlgeschlagen. Und dann musste ich die Internetseite neu laden. Und 5 Minuten später, nachdem ich gespielt habe, ist mir dann der komplette Rechner abgeschmiert. Da hatte ich dann nur noch Schwarzbild. Der Rechner ist zwar noch gelaufen, aber es hat keine Tastenkombi mehr funktioniert. Es hat keine Seite mehr funktioniert. Ich hatte nur noch Schwarzbild. Und da musste ich dann den Rechner als Kaltstart wieder neu hochfahren. Und da ist mir dann wirklich die Lust doch so ein bisschen vergangen dabei. Aber bisher im Vollbild war eigentlich alles super. Bis auf einmal oder so, wo das Spiel abgestürzt ist. Keine Ahnung warum. Ich denke mal, ein Grafikproblem oder so, dass der zu schwach ist, das glaube ich eher weniger. Und ich kann ja auch für das 15er diesen speziellen Grafikpack, wo es bei Steam gibt, wo man wirklich die High-End-Grafik hat, kann ich auch gar nicht benutzen, weil das mein Rechner in der Hinsicht nicht schafft, weil ich hatte es installiert, das Grafikpack, hatte alles auf Maximum stellen, hatte das alles super alles drin, aber es hat noch genauso ausgesehen wie vorher. Geruckelt oder so hat nichts. Und da kam ich dann zu dem Schluss, dass mein Rechner einfach nicht dafür geschaffen ist und das noch nicht mal ansatzweise versucht darzustellen.
Also habe ich es wieder deinstalliert. Stört mich ehrlich gesagt auch absolut nicht, weil ich bin froh, dass ich es überhaupt spielen kann. Ich liebe es, dass ich die Grafik auf der für meinen Computer echt am höchsten ja, spielen kann. Und das sollte ungefähr die Grafik sein, wie es von der PlayStation 4 herrührt. Ich hätte mir es niemals träumen lassen, dass ich das überhaupt mal auf dem PC spielen kann. Also danke da an meinen lieben Kollegen, er weiß, wer gemeint ist, der mir das Spiel geschenkt hat zum Geburtstag. Ich freue mich tierisch drauf, drüber, so gesehen. Ich freue mich tierisch drüber, dass ich es spielen kann und dass, ja. Und dass ich da halt die maximale Grafik nicht benutzen kann, das stört mich überhaupt nicht. Und ja, von daher, ich kann das für meinen Computer am höchsten, die für meinen Computer am höchsten Grafik kann ich spielen. Damit bin ich voll und ganz zufrieden. Ich bin echt happy, dass ich die Grafik nicht insoweit runterdrehen muss, damit es ruckelfrei läuft oder so. Das brauche ich nicht machen. Juhu. Da bin ich auch echt froh drum. Von daher, nichts zu beanstanden. Ist halt nur schade, dass es scheinbar gelegentlich mal abstürzt. Und was ich auch sehr schade finde, ist mit den Schnappschüssen, die Prompto im Kampf und so macht und auch unterwegs macht, finde ich das doch ein bisschen schade, dass man die nicht so abspeichern kann, wie man es zum Beispiel auf der PlayStation kann, sondern dass ich ein spezielles Programm muss, um diese Bilddateien überhaupt öffnen zu können. Und dass die dann auch in irgendein anderes Datei direkt umgewandelt werden, sodass sie im Spiel dann nur noch schwarz dargestellt werden, weil es einfach kein passendes Format mehr ist. Das heißt, ich muss dann aus diesem Bildordner, wo die Dateien sich befinden, muss ich dann die Bilder kopieren, muss sie in einen anderen Ordner kopieren und dann erst angucken. Und dann sind die Bilder auch im Spiel noch vorhanden. Und ist ein bisschen kompliziert, aber es funktioniert. Aber ich glaube, diese Bilder kann man dann nicht bei Wettbewerben einreichen, weil dieses Copyright unten am Rand fehlt. Aber für mich persönlich reicht's. Ich habe aktuell sowieso nicht vor, mal bei irgendeinem Wettbewerb mitzumachen. Von daher, die Bilder sind eigentlich nur für mich oder für Freunde oder für meine Facebook- und Twitter-Seite, da habe ich ja auch gerne mal die Bilder gepostet, die ich persönlich richtig gut fand. Dementsprechend ist mir das eigentlich egal, ob da ein Copyright oder so mit drauf ist. Und von daher, also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich liebe die Story, ich liebe die DLCs, ich liebe die Charaktere und ich kann den Unmut von manch anderen Spielern echt nicht nachvollziehen, dass sie hier ankommen und meinen, oh, ist alles scheiße und ich mag das nicht und das ist das beschissenste Spiel der Reihe seit langem und kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber es ist eben jedem seine eigene Meinung und ich rede auch keinem rein oder gehe jetzt her und versuchen umzustimmen oder so. Das mache ich nicht. Das ist jedem seine eigene Meinung und von daher, wem das Spiel halt nicht gefällt, der soll es halt einfach nicht spielen und soll halt irgendwie die Finger davon lassen, aber soll dann halt auch keinem anderen das Spielen vermiesen. Das ist halt so meine Meinung. So, jetzt denke ich, haben wir genug geangelt, ich habe keinen Bock mehr, ich habe genug Fisch und wider Erwarten, was ich eigentlich tun wollte, werde ich diesen kompletten Fisch jetzt einfach mal verkaufen. Ich weiß, wir bräuchten den eigentlich für den guten Dünger, dass wir den machen können, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich muss jetzt erstmal hier einen Weg nach oben finden. Ah. Ich sollte vielleicht, ich hätte das vielleicht ein bisschen anders da machen sollen. Aber gut, was soll's. Wird schon gut gehen irgendwie, glaube ich, hoffe ich. Einmal den Müll. Dann haben wir hier einmal die Köder. Habe ich denn die Dinge aufgehoben? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay. So, einmal den Fisch verkaufen, weil wir brauchen einfach das Geld aktuell. Es tut mir leid. Wir brauchen halt einfach das Geld momentan noch. War das nicht dieser Waldspringer? Haben wir da schon was abgegeben?
Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, gut, ich dachte gerade, ich bin schon erschrocken. Entschuldigung. Gut, jetzt haben wir schon wieder noch 5 Minuten. Aber wir haben erst 21 Uhr. Ich verstehe nicht, warum manchmal irgendwie die Zeit schneller und manchmal weniger schnell geht. Wir schauen einfach noch mal ein bisschen rum, ob wir halt irgendwo noch was Spannendes finden. Und dann hoffen wir, dass wir bis Freitag halt noch die 5.000 zusammenkriegen, dass wir uns halt den nächsten Ding kaufen können. Ach ja, super. Und ich laufe natürlich zu Fuß, ist klar. Ich habe Blonky vergessen mitzunehmen. Das klingt immer so, ich weiß nicht, merkwürdig irgendwie. Oh, da haben wir noch ein Blümchen. Das nehmen wir auch noch mit. Gibt Geld. Und wie ihr wisst, wir brauchen jeden Cent. Oh, komme ich da durch? Sehr schön. Dachte schon, ich müsste außen rumlaufen. Lalalala. Lalalala. Ja, wir müssen auch übrigens erstmal hauptsächlich jetzt das Angeln skillen, damit wir uns auch eine neue Bambusroute, ach, eine neue Angelroute kaufen können, weil die brauchen wir leider halt auch, dass wir stärkere Fische fangen können, weil wenn wir die stärkere Angel haben, dann können wir Köder und Angelhilfen reinsetzen, was wir hier ja nicht machen können. Und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, zum Beispiel mit speziellen Ködern irgendwie die Fischanbeißzeit zu verringern oder die Schnelligkeit, mit der die oh, Angelstufe 3, juhu! Oder halt die Schnelligkeit, mit der die Fischleiste wieder absinkt und deswegen brauchen wir die stärkeren Angeln. Und da müssen wir halt auch drauf hinarbeiten. Und ich glaube, die kriegen wir nur, wenn wir halt mit der Angelstufe steigen. So, wie viel kriegen wir denn jetzt? Boah, cool. Schau mal, 4.500. Wir haben bald unsere 10.000 für den Sprinkler zusammen. Das ist sehr schön. Von dem Rest können wir uns ja noch ein bisschen Gemüse dann oder so dazu kaufen zum Anbauen. Aber super. Ja, das war halt der viele Fisch, den wo wir verkauft haben. Ne? Kriegen wir dann den zweiten Sprinkler. Und dann ist gut. So, und damit beende ich jetzt für heute auch wieder die Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag Nachmittag und lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns dann morgen. Ne? Also tschüss.